Hi, liebe Leute. Ja, ich bin heute hier in einem versteckten Sprung im Wald. Da werde ich hier verlinken, in einem Video ein bisschen mehr zu sehen, weil ich habe einen prominenten Gast, den Marc Diekmann. Und ja, ich werde ihm jetzt ein paar Fragen stellen, weil er hat jetzt gerade eine Mutprobe und Adrenalinstoß, alles gehabt. Drop in! Und das sind ja so Themen, die euch auch interessieren. Wie geht man damit um, wenn man sich sowas vorgenommen hat? Man hat schon so die Vision im Kopf, man weiß noch nicht, ob es klappt. Es kann natürlich ein Sprung sein, wenn ihr so eher Bikepark-affin seid, aber es kann natürlich auch eine sehr steile technische Passage in einem Trail sein, wo man halt auch vielleicht schon so ein bisschen Worst-Case-Gedanken hat. Genau, und deswegen mal ein paar Fragen so für ihn. Er ist jetzt einfach Fahrprofi, viel Erfahrung, Contest-Erfahrung, also auch unter auf Knopfdruck quasi was leisten und einfach mal von ihm aus dem Bauch raus zu hören, was er da aus seiner Erfahrung euch an Tipps mitgeben kann. Ja, und dann wäre schon die erste Frage, Marc, wie ist denn das, wenn du jetzt so ein Ding jetzt wie hier, diesen krassen weiten Sprung im Wald, wie gesagt, da sehen wir doch noch mehr zu in deinem Video, sowas dir vorstellst, hast du so, wenn du oben stehst, so Visualisierungstechniken, dass du dir irgendwie vorstellst, wie sich das anfühlt oder wie das von außen aussieht? Was hast du da für mentale Techniken? Ja, hallo erstmal an dieser Stelle. Visualisierung trifft es auf jeden Fall schon echt gut. Wenn man sich vorstellen kann, wie man einen Sprung oder eine Abfahrt oder dergleichen meistert, dann denke ich, klappt es auf jeden Fall auch schon gleich besser. So eine gesunde Portion Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein ist da, glaube ich, ganz wichtig. Und wenn man sich das im Kopf schon vorstellen kann, dann denke ich, kann man das im Normalfall dann auch landen oder ausfahren. Jetzt direkt die Frage, Marc, wenn du dir das im Kopf vorstellst, hast du dann mehr die erste Personenperspektive oder dass du es so ein bisschen wie du schon mal fühlst oder hast du auch das Gefühl so, ich stelle mir vor, wie sieht das von außen, wenn ich so sanft in die Landung reintauche? Ich glaube beides. Also ich glaube, man kann sich selbst recht gut vorstellen, wie es auch von außen aussieht, obwohl man ja eigentlich nur die POV-Perspektive kennt und ebenso halt eben aus der eigenen Sicht, dass man sich vorstellt, okay, wie bewege ich mich jetzt gerade zum Beispiel bei diesem Sprung hier, wie muss ich mich bewegen beim Absprung, was muss ich genau machen, einmal die Bewegung im Kopf durchgehen. Häufig sind die natürlich auch schon, sage ich mal, im Unterbewusstsein abgespeichert. Landung ist auch wichtig, dass man weiß zum Beispiel, in welchem Moment muss ich die Körperspannung, in welchem Moment muss ich das Rad runterdrücken. Und ja, das geht man ein paar Mal im Kopf vorher durch, gerade bei Sachen, die man jetzt nicht jeden Tag macht. Ich denke, bei alltäglichen Stunts ist es halt so, dass man gar nicht nachdenkt, sondern einfach macht. Und gibt es für dich da auch so einen Mittelweg, dass du sagst, ich vertraue auf meinen Autopiloten, auf meine Vorerfahrung aller automatisierten Sachen? Oder bist du da manchmal unsicher, wenn du dir irgendwie die Distanz oder die Bewegung jetzt beim Trick anguckst und fängst du da an, manchmal Zweifel zu kriegen? Oder wie selbstbewusst bist du da? Ich denke, bei den meisten Sachen macht es auch durchaus Sinn, auf den Autopiloten zu vertrauen und auf sein Können zu vertrauen. Man muss natürlich schon rational bleiben. Man sollte jetzt natürlich nichts ausprobieren, was man noch nie vorher gemacht hat und was total weit davon entfernt ist. Aber irgendwo muss man sich natürlich auch steigern und muss natürlich mal vielleicht größere Sachen angehen, die man noch nie gemacht hat. Aber man sollte es natürlich nicht den Sprung zu groß machen zu dem, was man, sag ich mal, vorher gemacht hat. Aber es hilft durchaus, auf den Autopiloten zu vertrauen. Aber gerade wenn es ein bisschen ungewohnter wird, hilft es durchaus auch nochmal, das im Kopf durchzugehen. Wie ist es denn, wenn du da so am, sag ich mal, am Start stehst vor einem Sprung? Ich habe immer so ein Bild für mich jetzt selber, dieser Schalter im Kopf, den man einmal so umlegen muss, dass man weiß, jetzt fühle ich es, jetzt habe ich es. Hast du da irgendwie so Methoden, um in Modus zu kommen? Also manche singen ja irgendwelche Lieder oder haben Knopf im Ohr mit Musik. Gibt es irgendwas, was dir hilft, in diesen Sendungsmodus, wie man das heutzutage sagt, Ja, zu kommen? Musik hilft auf jeden Fall häufig, würde ich sagen. Gerade wenn man so seine Lieblingslieder hat, zu denen man häufiger fährt oder zu denen man, was ich finde, was richtig gut hilft, sind Musik, ja, oder Songs aus Bike-Videos, die man richtig feiert und denen auch krass gesendet wird. Dann kann man sich das auch ganz gut immer selber vorstellen, wie man dazu dann halt wirklich abgeht und in den Sendungsmodus kommt. Das hilft auf jeden Fall. Und wenn man, sag ich mal, was recht Krasses probiert, dann ist es auch eine recht gute Motivation, sich schon mal vorzustellen, wie wird das Gefühl, wenn ich es gleich geschafft habe. Weil man weiß ja schon, dass es dann richtig geil wird. Und wenn man sich darauf einstellt, dann wird man halt richtig gehypt und hat halt noch mehr Bock, dann das zu machen. Du filmst ja auch Produktion und so. Wie ist denn das, wenn du so ein Ding hast, wo du weißt, okay, das ist jetzt so das Highlight, das verfolgt mich jetzt schon seit Tagen oder ich denke schon eine Woche, ich weiß schon, an dem Sprung will ich den Trick machen oder da will ich das Gap springen. Träumst du da nachts von oder hast du da irgendwie, dass du denkst, ich verdränge das mal, bis ich dann da bin oder bereitest du dich da schon länger dann mental vor? Nee, ich glaube, es hilft auch durchaus, sich auf manche Sachen mental vorzubereiten.
Einfach damit man dann, wenn es soweit ist, nicht so, ja, sag ich mal, ja, die Angst davor hat oder so. Also es hilft durchaus. Man sollte es natürlich nicht übertreiben, sodass man dann irgendwie Zweifel bekommt oder so. Also man sollte es nicht kaputt denken, sage ich mal, sondern so ein gesundes Maß an Vorbereitung. Schmaler Grat. Wie ist das denn bei dir, wenn du jetzt quasi natürlich auch schon mal Verletzungen hattest und so und du stehst irgendwo, siehst was, entweder hast du jemanden gesehen, der stürzt, oder du hast selber irgendwelche Bilder im Kopf. Wie gehst du mit Worst-Case-Gedanken um, die da mal in den Kopf poppen, wo man denkt, oh, ich sehe schon den Krankenwagen kommen oder sowas? Ja, soweit am besten gar nicht erst denken, weil, wie gesagt, wenn dann einmal Zweifel kommen, dann ja, verliert man auch so ein bisschen an Selbstvertrauen, würde ich mal behaupten. Und deswegen am besten, klar, wie gesagt, rational bleiben. Es gibt immer ein Restrisiko und es gibt bei vielen Sachen halt einfach auch ein großes Risiko. Aber wie gesagt, man sollte wissen, was man kann. Das ist ganz wichtig. Man sollte es nicht übertreiben. Und im Normalfall weiß man ja, dass es auch klappt. Und das Restrisiko bleibt halt, aber das ist halt einfach der Sport, würde ich sagen. Und deswegen braucht man das auch nicht so zerdenken, sondern einfach so belassen, wie es ist. Das Risiko ist halt immer da, aber muss man ja nicht die ganze Zeit dran denken. Wie gehst du denn damit um, wenn du irgendwo warst und du hast gesagt, ich habe den Schalter nicht gefunden, ich weiß, ich kann es, Selbstbewusstsein ist da, aber vielleicht ist die Tagesform, irgendwas hält dich jetzt davon ab, das zu machen. Hast du da irgendwelche Umgang mit dir gefunden, dass du nicht irgendwie, so, sag mal, wie so ein Tennisspieler, der den Schläger auf den Boden wirft und so richtig frustriert ist und gegen sich negative Gefühle hat, hast du da einen Weg gefunden, entspannt mit dir zu bleiben? Also ich glaube, in dem Moment, wo man was vielleicht gerade machen wollte und nicht macht, ist man vielleicht auch kurz frustriert, halt wie du schon sagst, der Tennisspieler zum Beispiel, der den Schläger wegwirft. Aber ich glaube, im Nachhinein, manchmal denkt man sich auch einfach so, okay, war einfach nicht der Tag dafür, machen wir entweder an einem anderen Tag nochmal, oder man ist ja auch im Endeffekt immer froh, wenn man wieder heil nach Hause gegangen ist. Das ist ja auch gut, ist ja auch positiv. Okay, letzte Frage. Gibt es für dich so eine Art, sag mal, Selbstgespräch-Techniken, oder wo du sagst, vielleicht sage ich mir manchmal so, ja komm Marc, das kannst du, oder hast du wie so ein Mantra oder so, go for it, oder irgendwie so ein Spruch, den du dir selber sagen kannst, um dich in die Stimmung zu bringen? Nee, so einen Spruch habe ich jetzt nicht, den ich jetzt irgendwie sage vorher, aber ja, man sagt sich schon manchmal so, ey, du weißt ja, dass du es kannst, und ja, deswegen machst du es jetzt halt auch. So. Aber also sagt man dann halt nicht, man spricht es nicht aus, aber das ist vielleicht sowas, was man dann mal denkt, so ey, ist jetzt halt vielleicht ein bisschen krass, aber du weißt ja, dass du es kannst, und dann wird das schon. Allerletzte Frage, weil ich, die mir gerade noch einfällt, du bist schon viel unterwegs gewesen mit Top-Athleten, sowohl im Contest-Bereich als auch mit Freeride-Leuten. Ist dir mal aufgefallen, besondere mentale Techniken oder Marotten oder vielleicht was Abergläubisches, irgendwas, wo du merkst, hey, der eine zieht den linken schon immer zuerst an oder irgendwas? Ja, ich glaube, viele haben so kleine Marotten, wie du es nennst, so Kleinigkeiten. Und das geht jetzt natürlich ein bisschen deeper, aber ich glaube, das ist so Semi-Aberglaube. Man weiß eigentlich, dass das so nichts bewirkt, aber man weiß, wenn man es macht, dass man sich dann gut fühlt. Und wie wir alle wissen, wenn man sich gut fühlt, fährt man auch besser. Mache ich manchmal auch tatsächlich, dass ich auf dem Startturm stehe und einfach nochmal zweimal runterspucke oder so. Und gerade das Spucken kenne ich auch von ein paar anderen übrigens. Aber ja, ich glaube, es gibt viele, die also ihre Kleinigkeiten haben, die man manchmal so macht. Gerade wenn man so neue Tricks probiert oder so, dann sagt man jetzt, okay, machst du irgendwie deine Kleinigkeit oder ziehst nochmal dein T-Shirt gerade oder sonst was. Fühlt sich halt gut. Und wenn du dich gut fühlst, fährst du halt auch gut. Ja, dann danke ich dir. Das Ergebnis vom guten Feeling, was der Marc hier heute hatte, wo ich auch sehr froh drüber war, weil es ist wirklich hier eine sketchy Sache, wenn ich das mal angucke. Drop it! Hier geht es um Sprünge mit über 10 Meter, vielleicht schon 15 fast. Und wie gesagt, ich verlinke mal das Ergebnis. Und ich habe schon viel gesehen an Profis bei Contests und so weiter. Und war auch trotzdem jetzt beeindruckt von seiner mentalen Stärke. Und ja, und die Entschlossenheit, trotz der Widrigkeiten, die wir hier hatten, das durchzuziehen. Und ich hoffe, ihr seid inspiriert und
Ich freue mich auf nächste Video. Bis dann.